Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt, ich bin so aufgeregt. Ich habe mir nämlich was mega Besonderes bestellt. Ah, ich bin so aufgeregt, Leute. Das Paket ist angekommen. Es ist nämlich Schmuck von Wunschperlen. Wie ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, Wunschperlen. Es ist Perlenschmuck, aber ich bin so aufgeregt. Es ist mit so einer kleinen Überraschung noch verbunden und ich finde, das ist eine mega, mega gute Geschenkidee zu Weihnachten, Geburtstag, Muttertag, Valentinstag, egal. Ich finde es super besonders. So sieht das Ganze aus, wenn es ankommt. Ich mache es auf. Ich zeige es euch. Schmuckkästchen. Da ist es, Wunschperlen. Und das sind echte Austern und echte Perlen. Da ist die Kette drin, die gefällt mir unheimlich gut. Und dann habe ich mir noch, das ist in dem Beutelchen hier drin, zwei Austern ausgesucht. Und es gibt eben halt zwei verschiedene. Einmal mit bunten Perlen und einmal mit einer echten Perlenfarbe. Und ich habe mir von jeder Sorte eins mitgenommen. Und die sind so eingepackt, Leute. Das sind halt wirklich echte Austern. Ich bin schon gespannt. Also man kann die nicht essen. Aber ich weiß nicht irgendwie. Ich bin super aufgeregt. Ich habe mir schon so ein bisschen Besteck hier zurechtgelegt. Ich habe noch nie so eine Auster aufgemacht. Man kann auch extra Besteck noch, also so einen Öffner dazu bestellen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich dachte, ich schaffe das so. Und Tücher sind auch noch mit dabei, damit man sich dann ein bisschen reinigen kann, denke ich. Eine ist ein bisschen kleiner, eine ist ein bisschen größer. Wenn ihr nicht wisst, was ihr für eine Farbe nehmen sollt oder nicht wisst, was der Person gefällt, und dann ja, ist gut, weil es ist sowieso eine Überraschung. Es ist nochmal so ein Spannungseffekt mit dabei. Ich finde das eine mega coole Idee. Und das Schmuckkästchen hier gefällt mir auch richtig gut. Und vielleicht kennt ihr mich jetzt schon ein bisschen. Ich habe mir natürlich Goldschmuck ausgesucht. Das ist 925er Silber und 18 Karat vergoldet. Das ist es, Leute. Ich finde es so unfassbar schön. Die Kette ist, glaube ich, 55 cm lang, also schon ein bisschen länger. Ich dachte, das sieht super schön aus, wenn man irgendwie einfach nur so ein dezentes schwarzes Kleid anhat oder auch eine Bluse. Und dann ist das so ein bisschen länger hier und das ist einfach besonders. Man kann die Perlen austauschen. Es gibt Armbänder und Fußkettchen noch. Ich glaube, es gibt auch Roségold, Silber und eben das Gold, was ich habe. Super viel Auswahl. Und das Paket war innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Tagen bei mir. Ich zeige es euch nochmal hier mit dem schwarzen Hintergrund. Das ist ein Herz, aber aus so Engelsflügeln. Ich finde das richtig besonders und das ist unfassbar schön. Also mir gefällt es richtig gut. Da ist die Kette noch dazu. Ja, es ist eine längere Kette, die habe ich mir jetzt nicht für die Videos bestellt, sondern einfach so für mich, wenn ich mal rausgehe oder wenn wir schick essen gehen. Ich finde die einfach unfassbar besonders, aber in der Regel könnte man jetzt den Anhänger auch an eine andere Kette an was Kürzeres dran machen, wäre auch kein Problem. Und da kommt dann eben die Perle rein. Nachher werden wir dann auch die Perle reinlegen und mal gucken, wie es dann aussieht am Schmuck. Ich freue mich. Ich werde euch natürlich alles verlinken und dann könnt ihr mal nachschauen, wenn euch das auch interessiert. Wenn ihr jetzt noch so ein Last-Minute-Geschenk braucht, wie gesagt, innerhalb von 2, 3 Tagen war das bei mir und ist super besonders. Aber ich finde, das ist nicht nur was für Weihnachten. Ich finde das auch super gut, gerade mit der Herzform. Einfach wenn Valentinstag ist, Hochzeitstag, irgendwie, ja, Geburtstag, Muttertag. Ich finde, das geht immer. Wie fangen wir jetzt an? Kleine Muschel oder große? Austern, es sind ja Austern. Ich glaube, ich werde erstmal die kleinere öffnen, weil ich die Vermutung habe, dass die ein bisschen einfacher zu öffnen ist.
ich werde das einfach mal probieren. Da nehme ich euch jetzt nicht mit, weil ich mit dem Messer dann da rummache. Weiß nicht, ob das da so praktisch ist, wenn man mit dem Messer hier rumhantiert. Aber ja, schauen wir mal. Ich traue mich nicht. Ah, Leute, irgendwie, ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gleich total nach Meer oder so riecht. Ich mache es jetzt auf. Es geht los. Okay, ich schnuppere jetzt mal dran. Nee, ist okay. Hat schon ein bisschen einen Geruch, aber jetzt nicht fischig oder so, eher ein bisschen salzig. Ist okay, ist nicht so schlimm. Ist ja auch wichtig, ne? Geruch. Ah, Leute. Ist schon spannend, ne? Da ist noch irgendwie so ein bisschen Seegras oder so dran. Mega cool. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Ich probiere erstmal hier mit dem Nutella-Messer. Mein Mann killt mich, aber egal. Okay, es geht los. Es geht los. Ah, ich traue mich gar nicht. Ich mach jetzt einfach. Brauche ich irgendwie einen Untergrund? Ich nehme mir mal noch ein Tuch. Ich mache es jetzt mal auf. Wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht filmen. Ich könnte das jetzt auch so von oben filmen, aber ich will jetzt nicht hier auf YouTube mit dem Messer rumhantieren. Sonst sagen die nachher noch, das wäre hier schön gefährlich bei mir, aber ist es ja gar nicht. Ah, ich kann schon ein bisschen rein. Ich wieder. Man kann hier schon so ein bisschen die Öffnung sehen. Kann ein bisschen reinluschern. Keine Ahnung, aber ich sehe nichts. Okay, aber das ist dann wohl schon einfacher zu öffnen, als ich jetzt vermutet habe. Ich dachte, das gibt jetzt voll der Riesen-Act hier. Ich habe es ein bisschen weiter auf. Ah, ich weiß auch nicht irgendwie. Ich traue mich nicht so richtig. Leute, ich habe es auf, aber ich sehe die Perle noch nicht. Ah, ich glaube, das ist das spannendste Video auf meinem Kanal. Also für mich gefühlt. Ah, ich habe es. Es war doch ganz einfach. Man muss sich nur trauen und schwupp ist die Perle raus. Und Leute, oh, ich sehe die Perle schon, die ist unfassbar schön. Und das war die, glaube ich, mit echter Perlenfarbe. Schaut mal, wie schön. Das von der Auster hier. Die Auster zeige ich euch jetzt nicht. Aber oh, wie mache ich das? Moment. Oh Leute, ich finde die so unfassbar schön. Oh, ich finde die mega. Da spiegelt sich mein Gesicht drauf. Was ist das denn für eine... Oh, der Hammer, die ist so beige, aber irgendwie auch so ein bisschen holo oder so. Oh, ich... Mega. Also die gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kommen wir zur Auster Nummer 2 mit der bunten Perle. Jetzt weiß ich ja schon ungefähr, was mich erwartet. Da ist es, das gute Stück. Okay, also ich bin jetzt nicht so der Austern-Experte, wie ihr schon merkt. Ich esse das auch nicht gern. Ich esse auch nicht so gerne Muscheln oder sowas. Das ist mir zu salzig. Aber ich habe den Verdacht, und das ist bestimmt auch so, wenn die irgendwie an die Luft kommen, dann öffnen die sich. Abgefahren. Gut, dann. Ist es auch einfacher dran zu kommen? Okay, Leute, ich habe einen Trick. Wenn ihr euch das auch bestellen solltet, wenn euch das gefällt, hier hinten, wo man die eigentlich so aufklappt und hier hinten ist die quasi zu, jetzt bin ich doch mit dem Messer hier, aber egal, macht ihr einfach das Messer rein und dann, zack, ist es ganz schnell auf. Ich sehe schon die Perle und die ist unfassbar schön auch. Ich hätte mich nicht entscheiden können. Ich bin super froh mit den Perlen, die ich hier erwischt habe. Es gibt unfassbar schöne Farben, was natürlich auch mega gut gewesen wäre. Ich zeige euch erstmal. Moment. Fingerchen sind jetzt halt ein bisschen, ne? Ihr wisst Bescheid. Dann mache ich mal die eine wieder raus. Dann mache ich die andere rein. Wow, dass ihr das sehen könnt. Das ist sie. Das ist so ein schönes dunkles Lila mit diesem schönen Schimmer hier.
Ich werde die gleich in die Kette reinmachen und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wenn das in der Kette sitzt. Ich bin so aufgeregt. Die ist so, ich würde sagen, die passt auch gut jetzt hier zu meinem Kleid. Die ist so mystisch irgendwie. Die hat so ein ganz, ganz dunkles Lila mit noch so ein bisschen Schwarz. Also die passt auch echt zu allem, finde ich. Dann hat die so einen Hauch von Dunkelblau noch mit drin. Oh, mega gut, Leute. Ich habe jetzt eine helle und eine dunkle. Mega. Ob man jetzt die helle hier wahnsinnig gut in der Kette erkennt, weiß ich nicht. Finde ich persönlich aber nicht so schlimm, weil ich finde, die Kette ist auch schon ein mega Hingucker und mir gefallen beide Perlen unfassbar gut. Was natürlich auch super gut gepasst hätte, weil das so ein Herz, ein Flügelherz ist, wäre rot gewesen. Hätte auch super schön ausgesehen. Und ich habe gerade noch gesehen, die Kette kann man verstellen. Richtig cool. Ich wollte die gerade ummachen und habe es entdeckt. Das Kügelchen hier kann man schieben. Und dann kann man die individuell einstellen, aber richtig schön. Also das finde ich richtig originell und das hält auch sehr, sehr gut. Das gefällt mir mega gut. Also das habe ich noch nie gesehen. Oh, da freue ich mich jetzt. Ich ziehe die an und zeige es euch, wie es getragen aussieht. Kleid habe ich mir hier schon ein bisschen geöffnet, damit ihr es gleich besser sehen könnt. Hier seht ihr jetzt die Kette getragen und dadurch, dass man das so verschieben kann, kann man das jetzt natürlich auch super gut selbstständig enger und weiter stellen. Da braucht man nicht unbedingt jemanden dafür, finde ich mega gut, richtig gut gelöst. Wow, also ich bin begeistert. Ich werde das jetzt noch einen Ticken enger machen. Und dann kann ich das vielleicht sogar wirklich auch in den Videos tragen. Ja, dass man das dann in den Videos erkennt. Um das Fach zu öffnen, wo die Perle reinkommt, müsst ihr zuerst die Kette abmachen. Also das ist super sicher, die kann nicht verloren gehen. Dann legt er ihr die Perle hier rein. Zu. Nein, es sieht wunderschön aus. Leute, wunderschön. So sieht das dann aus. Das ist jetzt die helle, die erste in der Perlenfarbe, in der natürlichen Perlenfarbe. Ich finde, das sieht unglaublich schön aus. Ich dachte zuerst, dass man es vielleicht gar nicht so erkennen kann, weil ich eine goldene Kette gewählt habe. Aber ich finde, das sieht unfassbar schön aus. Das ist super besonders. Ich hätte es mir nicht so schön vorgestellt. Wow! Und das ist halt eben auch so ein gutes Geschenk, wo man dann immer wieder sich was dazu wünschen kann. Da kann man dann irgendwie immer noch so ein Add-on geben, zum Beispiel ja auf Geburtstag oder Valentinstag jedes Jahr vielleicht nochmal eine neue Muschel und dann kann man gucken, was für eine Perle man drin hat und dann je nach Anlass kann man immer eine andere Perle, je nach Outfit. Richtig cool, also ich bin hin und weg, Leute. Wie gesagt, es gibt ja auch noch Fußkettchen, Armbänder. Kann man sich richtig gut ausstatten. Und ich habe die lila Perle reingesetzt. Ich zeige die euch mal hier auf dem weißen Hintergrund. Da kann man es ein bisschen besser noch erkennen. Das sieht mega gut aus. Und ich finde, das würde jetzt auch zu meinem Kleid passen. Die andere Perle würde auch zu meinem Kleid passen. Das sieht so cool aus. Ein richtiger Hingucker. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es auch so gefallen wie mir. Ich werde euch alles in die Infobox setzen, dann könnt ihr mal nachgucken. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.